Business-User, verzeiht mir, falls ich ein bisschen aufgeregt bin, weil es ist nicht alltäglich, dass man neben dem Olympiasieger steht und mehrfachen Weltmeister, Lars Riedel. Und zwar, du bist jetzt hier Backstage bei der Miss Germany-Wahl. Du hast die Mädels ja auch auf Fuerteventura trainiert. Ja. Wie war das für dich? Es war sehr schön gewesen. Ich kenne ja nur das Team schon ein bisschen länger halt von Miss Germany Corporation und hatten das auch schon mit den Männern gemacht da in Ägypten. Die haben sich echt richtig Mühe gegeben. Es ging ja vor allem darum, halt so ein bisschen die kleinen Muskelgruppen im Körper mal so kennenzulernen, die man sonst nicht so trainiert und die ihnen auch so helfen, wenn man dann mal später so auf dem Catwalk dann läuft oder so. Oder überhaupt halt einfach seinen Körper mal ein bisschen kennenzulernen. Und da haben wir verschiedene Übungen gemacht und habe ich natürlich darauf geachtet, dass das auch schön, wie sagt man so schön halt, ja, dass es ordentlich gemacht wird, dass eine ordentliche Ausführung da ist halt und habe sie natürlich auch mal ein bisschen motiviert, mal ein bisschen angetrieben so. Also es muss ja auch mal sein, dass die mal ein bisschen an die Grenzen kommen. Aber insgesamt denke ich mal, ich habe es dann auch gefragt halt, es war für alle okay, haben halt mal geschwitzt. Hast du denn eine Favoritin oder willst du das noch nicht verraten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist dieser unwahrscheinlich schwer. Also ich habe ja nur die Mädchen auch ein bisschen kennenlernen dürfen und es ist so unterschiedliche ja, Charaktere, aber auch vom Aussehen her, so, also sehr, sehr schwierig. Für mich ist es schwierig. Meine Frau hat sofort eine Favoritin gehabt halt. Gab ja auch die Miss Kondor-Wahl dann so, da hat sie auch dann auch gesagt, wer es ist. So. Die fällt sicherlich mit in die engere Wahl, aber also ich bin da so, dass mir einiges sehr, sehr gut gefallen. Also fieberst du heute Abend genauso mit in der Halle. Freust du dich denn schon auf das Event oder bist du das erste Mal hier bei der Miss Germany-Wahl oder schon öfters? Nee, ich war ja schon öfters in der Jury gewesen halt, auch hier schon mal in der Jury gewesen, aber jetzt natürlich mit dieser neuen Halle, mit dieser neuen Event-Halle hier im Europapark, das ist ein Traum. Also das ist ja, hier müsst ihr normal so das Ganze als Fernsehsendung aufziehen halt, weil es ist, schöner geht's nicht. Ja. Dann bedanke ich mich vielmals für das kurze Interview und wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend. Dankeschön.